Hallihallo, Hallöchen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Oddworld Soulstorm. Schön, dass ihr wieder am Start seid. Wir sind immer noch auf der Suche nach Sprengstoff, wenn ich mich nicht täusche. Wo wir dieses Fitzi-Boom gefunden haben. Wege, also R zum Bewegen und RT zum Schießen. So, jetzt. Bin mir nicht sicher, ob das schon... Ich kann nicht mehr schießen. Die Munition ist immer noch leer. Das hatten wir ja letzte Folge schon. Rein mit euch, bevor die Typen kommen. Haben wir? Einer ist noch gefesselt, aber die kommen anscheinend hier nicht oben drüber, obwohl der bestimmt gleich hier unten durchbackt. Ich sehe das schon. Ja, komisch, weiß nicht warum. Ob ich da echt zu viel verschossen habe am Anfang, wahrscheinlich schon. So, die sind erstmal alle gerettet. Also ab hinein hier. Wieder eine sehr, sehr weit entfernte Kameraperspektive. Jetzt wird's besser. Die schlafen, aber wir können zum Glück chanten. Oder auch nicht. Ist er geschützt wegen seinem Helm? Ich glaube, er kann nicht gechantet werden. Okay. Dann gibt es wohl entweder einen Fizzy Pop. Damit müssen wir ja auch endlich mal die Hunde ausschalten können. Jawohl. Können die springen? Oh, ich dachte jetzt, sie kommen hier hochgesprungen. Einmal ihn noch. Ja, Mist, jetzt hängen die Hunde hier drüben. Das ist äußerst ungünstig. Da kommen wir nämlich nicht ran. Ja. Was machen wir? Könnte Nebel werfen. Mir dann noch einen Fizzy Pop nehmen. Erstmal hier reinspringen. Und dann diesen machen. Ich glaube, das war die beste Lösung. Hier müssen wir schauen, kriegen wir den ganz schnell noch. Wir können nur stehlen, wir können nicht fesseln. Das ist schlecht, der steht gleich auf. Machen jetzt mal fix hier rein. Investors of esteemed Magog Cartel. What I propose to you today is the ultimate employee performance and job retainment solution. For years, it has been my quest to find the upper limits of Mudokan labor capabilities, as well as their potential addiction dependencies, so that tomorrow, your conglomerates of factories may profit from maximized labor performance, chemically induced loyalty, and the end to labor escape whistleblowers, and those costly PR nightmare blowbacks. Only Soulstorm Brew takes performance, chemical dependency, and profitability to entirely new levels and sustains them. Our solution is simple. Two brews a day keeps job performance at peak operability. But if that laborer ever makes a run for it, within 48 hours of not having access to our beloved brew, their withdrawals will have kicked in and become so severe that in only a few hours, the little wannabe whistleblowing ingrates will be dead. Dying. They will not be running to cities because they will die before they ever get there. They will not be meeting with union representatives because they will never reach one. They will not be causing you PR nightmares because they will be dead. Oh no, the followers, they're all dying from the brew. Yo, pray! Right
Oh oh. Das sind ja mal gar keine guten Neuigkeiten. Brauchen wir entweder für alle ein Gegengift? Probier's nochmal. Nee, will wirklich nicht. Ja, entweder brauchen wir für alle ein Gegengift oder sie werden alle sterben. Eins von beiden. Was haben die da bloß entwickelt, um die ganzen Mudekunst auszubeuten? So, ich wollte eigentlich ganz gern nochmal nach links gucken, weil ich mir nicht sicher bin, ob da noch was kam, bevor wir hier rechts reinmachen. Wir haben keinen Nebelschleier mehr. Wir haben auch nichts zum Herstellen. Na super. Dann machen wir einmal diesen. Nee, kam nichts mehr, okay. Kann hier nicht nochmal stehlen? Nee, ne? Nö, dann machen wir hier was drüben weiter. Wir werden schon wieder stark beschossen, aber an sich ja eigentlich ein guter Plan, ne? Irgend so ein Gepräu rausbringen, ist ja Arbeitsleistung erhöht. Und sobald sie flüchten wollen oder whistleblowen oder sich mit der Presse treffen, sterben sie einfach. Also so rein aus Unternehmersicht. Schlauer Move. Lange Zugang zum Funkturm. Damit die Klukongs nicht von Apes Ankunft erfahren, musst du ihre Kommunikationswege unterbrechen. Vielleicht findest du auch heraus, was sich auf diesem Band befindet. Finde einen Weg durch die Baracken zum Eingang des Turms. Das kennen wir doch schon. Wir wissen doch, was auf dem Band ist. Oder haben wir jetzt noch eins gefunden? Und ja, wir werden hier dauerhaft beschossen. Also glaube ich, dass die von meiner Ankunft schon so ein bisschen erfahren haben. Ich weiß nicht, wie ich drauf komme, aber ich glaube, hier ist zu. Hier ist auch zu. Jetzt bin ich gerade ein bisschen überfragt. Wir hier wieder durch? Okay. Und damit haben wir es geschafft. Kommunikationswege in den Slick-Baracken unterbrochen. Eine Stunde sechs, so rum. Weiß nicht, ob das jetzt gerade irgendwie gebuggt hat, aber... Ich glaube, das war ja das Anfangsgebiet, wo wir rausgekommen sind. Ach so, nee, wir sind unten aus diesem Ding rausgekommen und mussten wieder oben durch die Tür. Jetzt, ja, passt. Naja, 21 von 45 Mudokons haben wir. Das sieht doch schon mal ganz gut aus. Ansonsten von den Medaillen unten geht's auch einigermaßen. Gab schlechtere Level, sagen wir's mal so. Dann machen wir weiter mit dem nächsten. You see all those pipes out there? Those are the brew pipelines. They start at Southbourne Brewery, where all that brew starts getting pumped out to all those factories across Mudos. Imagine that. Hey, how'd you do? We got problems. You think? It gets worse? Much, much worse. I played it. Gosh. Now I know why the others are dying. It's the brew. It's killing them. That's ridiculous. Brew never killed nobody. We've been drinking it all our lives. That's just it. It's when we don't have brews, that's when we get sick. Because the brew, it's designed to kill us if we ever escape. But we're okay and we escaped. But only because you stashed brews for us when we split the farm. Then the train we stole had brews on it, and we got lots more. But when we run out... We're screwed. But you said you crafted a cure. But only in little doses. Not enough for a whole continent full of factories full of slaves. A lot more rumors will be spreading after what we done today. With lots more escapes and lots more dying. I need to find the keeper. We gotta get to Necrom. It's the next stop, Abe.
in this weak, pathetic, uneducated schmuck of a slave still manage to be alive? I don't know, boss, but that creepy dude is some kind of supernatural, I tell you. I wouldn't have believed it had I not seen it with my own eyes when my best frenzies got taken over by some kind of mind control, and suddenly they start blowing each other away. Pow, 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 pow. It was so disturbing. I don't know, boss, but maybe the brew ain't working on that one. Brew was our insurance. Are guaranteed that would prevent anything like this from ever happening. But it is happening, and we're past that creep's expiration date. Unless they had brew with them, how do you explain it? Maybe the brewmaster's solution is failing us. Welcome back to News for Your Blues. Following up on our top story, how Moloch the Gluckin deceived his own investors after burning down his own farm for the insurance moolah in a truly diabolical act. Now, we expect Glucks to be greedy. Heck, we even bank on it. But this Gluck doesn't just take the cake, he steals the whole cake delivery blimp, then makes a run for it. Here at the site of the once top-performing meat farm on Mudos, now just a smoldering disaster area that has suffered massive casualties, a charge some call the mass murder of a loyal labor force betrayed by the Gluck State. Hello, Mr. Morger. Security Chief here. Have you been able to reach the brewmaster yet? Sorry, sir, but the communication line seemed to be down all along the Z-line. How often does that happen? Only once that I know of, and that was a hurricane. One other thing, though. There's this, conspiracy theory floating around about a uprising at Rupture Farm. Claim some PTSD slick survivors. They've been rambling on about a supernatural slave took out Moloch's place and escaped with the rest of the slaves. Says they didn't die there. Thought you should know. Would Moloch really burn his own farm down? Or is the brew failing us? Mr. Morger, I know we're in a creepy business digging up bones and stuff, but sir, that's the most terrifying thing I have ever heard you say. Keep trying to get a hold of the brewmaster. Alert me when you get him. Oh, you can count on me. Ja, eine Folge lang fast nur Videosequenzen, aber ich muss sagen, ich feiere die Videosequenzen in dem Spiel. Irgendwie finde ich die immer wieder witzig. Wir wissen jetzt endlich, was Phase ist. Zum Glück haben wir die Kommunikationswege gestört. Finde einen Weg tiefer hinein. Das Amulett hat Abe in den Nekrominen geführt. Schleiche dich hinein und finde die Wächterin. Gerettete Arbeiter verlassen ihren Posten, schalten Maschinen aus oder deaktivieren Sicherheitssysteme. Ja, zum Glück haben wir die Kommunikationswege deaktiviert. Das wollte ich gerade sagen. Sonst hätten die jetzt schon längst den Braumeister erreicht. Wir haben halt leider eigentlich nur Glück, weil wir genügend Bräu noch dabei haben. Aber auch das wird irgendwann alle gehen und dann haben wir ein großes Problem. Was haben wir denn da hinten alles Schönes? Was das ist, weiß ich nicht. Sind das fliegende Kameras? Ich glaube ja. Mehr können wir jetzt auf den ersten Blick erstmal nicht erkennen. Und hier geht es zur Sicherheitskontrolle und zur Mine. Achso, wir kommen hier drüben jetzt raus, alles klar.
Nein, ich wollte den Mülleimer ausräumen. Entschuldigung, da hat es mal wieder irgendwie das daneben ausgewählt. Ich weiß auch nicht warum. So, jetzt aber. Dankeschön. Dann holen wir uns hier einmal Gebräuflasche. Waschmittel und leere Flasche. Wir brauchen nämlich eigentlich unbedingt Waschmittel. Ich sehe hier Kameras und jeden möglichen Scheiß. Wir haben aber fast keinen Nebelschleier mehr. Hier gab es nochmal ein Waschmittel. Gern einmal mehr. Das wäre super. Oh Gott, war das knapp. Hä? Warum? Na super, dann können wir jetzt auch hier stehen bleiben. Ach, und hier ist jetzt zu, natürlich. Wir haben natürlich auch absolut gar nichts zum Werfen. Warum auch? Flummi-Bonbons gehen nicht. Fizzy-Boom geht nicht. Bonbons haben wir nicht. Das heißt, wir können nur einmal Nebel schleiern. Wir können uns hier so einen Typen schnappen. Und diesen hier machen. Oh, und wir können natürlich auch die Minen abschießen, ne? Oder selber durch die Minen. Ja, stark. Dann kommen wir da drum herum. Bin mir nicht sicher, ob wir doch hier oben ein Stück den Laser berührt haben. Vermute schon. Ja, jetzt können wir eigentlich auch hier stehen bleiben, ne? Passiert jetzt noch was? Nö. So, in den Mülleimern ist gar nichts. Mula. Gebräuflasche. Hier oben ist leer, das passt. Noch mehr Gebräuflaschen. Wir brauchen entweder eine ganze Menge Fizzy-Boom. Aber eigentlich wären wir Waschmittel gerade lieber. Wir können mal gucken, dass wir Fizzy-Boom... Ach nee, passt nicht. Ja, eigentlich haben wir gerade so aktuell fast gar nichts, um uns irgendwie zu wehren. Hier haben wir Glück, hier ist... Hier ist schon Nebel. Müssen wir mal schauen. Der da unten dreht sich wann rum? Schaffen wir das rüber zu rennen? Schaffen wir nicht. Wir müssen losrennen, wenn die sich hier rumdrehen. Hä? Aber der stand doch im Nebel. Entschuldigung. Ich dachte, dadurch, dass der Nebel ist, kommt auch den sein Laser nicht weiter. Aber irgendwie guckt er doch drunter durch. Komm, aktivieren. Nein! Wieso denn das jetzt? Wie viel Pech kann man haben? Shit, schnell. Na, ey, ich warte auch mal, verdammt. Genau in der Sekunde, wo wir vor ihm sind, hört das Chant-Ding auf. So viel Pech muss man erstmal haben. So, jetzt aber. Einmal dich. Einmal so. Ah! Warum läuft das gerade so schlecht? Vor allem der erste Versuch lief richtig gut. Also, dass wir uns entdecken lassen, ich glaube, das steht außer Frage, weil... Wozu? Dann müssten wir jetzt hier Nebel und alles verschwenden. So, wir könnten uns natürlich auch hier verstecken. Geht natürlich auch. Gucken, ob der jetzt auch unten lang fliegt. Sehr stark. Achso, die können dann fliegen. Okay. Ich will bloß nicht mich selber treffen. Genau das habe ich nämlich gerade. Ah. Mann, 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 Mann. Das sah am Anfang so einfach aus. Weil wir es auch einfach so easy hingekriegt haben. Aber ihr seht, man steht einmal falsch und schon... Schon wird's Mist. So, erstmal dich. Und jetzt warten wir hier unten. Machen einmal diesen und du fliegst hier rein. Und damit haben wir es geschafft. Entschuldigung für die Verzögerung. So. Müssen wir bloß mal gucken, wie wir am besten da unten weiterkommen. Das ist gerade ein bisschen die größere Schwierigkeit. Wir machen noch fix die Schränke hier leer. Dann machen wir erstmal eben ein Folgenende, weil es sind schon wieder 20 Minuten rum. Zeit ist mal wieder verflogen. Dich retten wir noch.
Und dann würde ich sagen, machen wir morgen 12 Uhr bei der nächsten Folge weiter. Ich danke euch fürs Zuschauen. Bis dahin. Macht's gut.